Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest in the Cave of the Lost and the Damned. Und wir haben unsere Signalpistole wieder. Ich habe aber die Befürchtung, wenn ich jetzt nach dieser Aufnahme hier gerade, also nach dieser Folge wieder eine Aufnahmepause machen muss, sogar eventuell. Das ist natürlich blöd, wenn wir dann wieder von neuem anfangen. Das ist natürlich auf Dauer doch ein bisschen lästig. Oh. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Von oben kommt ja keiner runtergehüpft wie im Outro. Das ist eigentlich ganz gut, aber den jungen Mann können wir doch dann eigentlich mal fachgerecht zerlegen. Ach, wir können die Sachen ja eh nicht mitnehmen. Scheiße, jetzt haben wir hier schon mal einen. Und dann können wir die Sachen nicht mitnehmen, weil wir haben ja noch den Kollegen von der Klippe dabei. Once equipped, press L at any time to bring it up. Oh. Das ist natürlich also die Taschenlampe ist um einiges praktischer als das andere Ding, ne? Haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Das ist ein Rucksack, wie es aussieht. Diese Kisten kann man eh nicht öffnen, also das hier ist alles für den Arsch, glaube ich, was da liegt. So, ein bisschen Geld liegt hier rum, das können wir mitnehmen, das ist noch irgendwie zum Craften gut, aber was genau man damit machen kann, weiß ich immer noch nicht. Wäre schön, wenn hier ein paar Snacks rumliegen würden, aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Hier geht's auch nicht weiter, nein. Gut, dann gehe ich mal weiter. Ich hoffe, die Taschenlampe braucht keine Batterien. Da hatte ich mich mal ein bisschen Angst vor, dass die Taschenlampen Batterien brauchen. Dann findet man die nicht auf der Insel. Aber offenbar kann man einfach so mit der Taschenlampe rumlaufen. Und die ist viel besser als eine Fackel oder irgendwas anderes. Hier liegen auch keine Münzen mehr rum. Dann können wir ja wieder abhauen, dann bringt uns das ja eh nichts mehr. So, hier geht's nicht weiter. Huch. Das war unser Kollege hier. Ich würde am liebsten immer alles mitnehmen, natürlich auch die Arme und Beine und sowas von den Leuten, um die einfach später nochmal zu verwenden. Aber wir haben ja leider nur ein begrenztes Inventar, das ist ein bisschen doof. Da hätte ich echt gerne eine Kiste zu Hause oder bei der Basis, wo wir alles reinstopfen können. Und dann hätten wir auch nicht wie in der letzten Folge, dass da überall einfach irgendwelche eingeborenen Teile rumliegen. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das sind Beinstückchen und sowas. Ist hier vielleicht die Kühlkammer? Von einer gewissen Köstlichkeit. Und jetzt hoffe ich mal einfach... Hier, kommen wir durch. Ja. Jetzt hoffe ich mal einfach, dass wir hier gleich wieder rauskommen wie letztes Mal, weil ich möchte mich ungern... Das sieht eigentlich genauso aus. Das sieht so aus, als würden wir gleich rauskommen. Ich möchte ungern wieder in diese riesige Höhle reinkommen, wie in der einen Aufnahme. Weißt du noch, als wir dann da durchgefallen sind irgendwo? Oh. Ich glaube, hier war die Mutantenhöhle, ne? Was ist das denn hier? Jo, hier war die Mutantenhöhle, wo wir durchgefallen sind irgendwann. Oh, da gibt es noch Medikamente. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Ausrüstung. Eventuell sind hier noch ein paar Eingeborene drin. Das weiß man nie. Das ist ja eher random. Müssen wir nur aufpassen, dass wir dann eher wieder zurückgehen, als hier noch weiter durch. So, noch eine Taschenlampe. Kann ja nicht schaden. Und hier wird das Genöle lauter. Ich habe das Gefühl... was? Okay, Taschenlampen haben wir. Ich weiß gar komisch. Plastic Torch. Ich nehme mal weiterhin das Feuerzeug und gehe hier mal lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang kommen. Ich glaube, dann kommen wir bestimmt gleich zu den Mutanten, oder? Hallo?
habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. Aber das ist ein verdammt langer Weg. Da sind die beiden Mutanten. Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Und ich habe keine Ahnung, warum die Eingeborenen die nicht essen. War da irgendwas? Nee. Okay. Wir lassen die Mutanten da mal rummutantieren, gehen wieder raus. Wir wollen denen ja nichts Böses. Solange die uns nicht angreifen, ist das völlig in Ordnung. Und die stehen da immer und schlackern gegen die Wand. Insofern, das können sie ja gerne machen, wie sie fröhlich sind. Ich halte mich da gerne raus. Ich möchte hier einfach nur aus der Höhle entfleuchen. Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell wieder zu unserer Basis zurückkommen. Das, Alter, das muss der mich so erschrecken. So viel zu trinken haben wir leider nicht. Ein Soda hilft, aber wir müssen trotzdem ein bisschen sparsam sein. Schade, ich dachte, die Taschenlampen halten ewig, aber die halten wir doch nur eine Weile. Dann muss man die wegwerfen. Das sind so Einwegtaschenlampen. Das ist ein bisschen wie leuchtenden Tampons. Kannst du einmal benutzen, dann musst du sie wegwerfen, partout. Oder auswringen, je nachdem. Geht natürlich beides. So. Und jetzt hier wieder durch. Da haben wir wieder ein paar Passagiere. Hui. 27 von 130 Passengers found. Ich wüsste gar nicht, ob das Passengers sind von uns. Aber auf jeden Fall hat die keine gute Zeit, würde ich sagen. Da haben wir die schon abgegrabbelt hier, ja, ne? Passenger. So. Und hier kommen wir jetzt auch raus. Und wir kriegen offenbar noch eine gute Axt. Wir kriegen offenbar Taschenlampen? Oh. Der hat eine Kamera im Mund. Das ist ja süß. Habe ich ja nie gesehen. Die Taschenlampen da oben kriegen wir leider nicht. Soll mir auch recht sein. Hallo Fledermäuse. Das soll mir auch recht sein. Und es sieht so aus, als wäre tatsächlich die Höhle am gleichen Ort wie letztes Mal. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch dahin gehen, wo wir früher die Basis hatten. Oder aber wir folgen jetzt. Das ist aber jetzt aber ziemlich nah dran, ne? Auch wieder. Na, sieh mal eine an. Was haben wir denn hier? Ist die Höhle irgendwie, oder ist das Flugzeug immer, oder ist die Insel einfach doch relativ überschaubar und kommt einem nur so groß vor? Oder landet das Flugzeug einfach random immer so in der gleichen Gegend, sag ich mal? So, die habe ich gesehen. Oh, was ist das denn hier? Hm? Ein Schlafplatz? Taschenlampe? Was? Ein Schlafplatz wieder mit zig Tennisbällen? Wie geil, Medizin, hier ist ja alles. Sogar ein Stick. Und sogar Pflanzen, die einen theoretisch heilen könnten. Aber hier waren gerade noch Eingeborene in der Nähe, deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Ein Tennisball will ich nicht nehmen, ein Kanickel muss ich auch nicht nehmen. Die Pflanze hier nehme ich natürlich gerne. Alter, ich habe die gerade nur durch die Büsche flitzen sehen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen harsch gemacht habe, aber ich wollte ehrlich gesagt nicht jetzt schon sterben. Vier Stück und die haben mich sofort umringt, die Penner. Da bist du doch chancenlos. Du bist einfach Chancen. Ach du Scheiße. Tja, ich glaube, der junge Mann im Business-Anzug hat es nicht geschafft. Die haben ja eine schöne Freizeit aufgestellt, aber ich glaube, das war's für die.
Uha, Mann! Der hat eine Axt, hat eine Axt in der Hand und wirft dauernd die Dinger. Schießt, meine ich. Wirft. Da schrecke ich mich doch. So. Achso, das sind ja keine Leafs-Dinger, das sind ja Sticky-Büsche. Und wir sind zurück am Strand. Ich hoffe, wir sind vorerst alleine. Ich höre gerade ein Flugzeug und frage mich, ob das jetzt im Spiel ist oder hier draußen. Ich glaube, es ist hier draußen. Also jetzt in der Realität. Wir sind irgendwie wieder mit Blut in Berührung gekommen. Ich habe keine Ahnung wie. Auch wenn wir schießen, immer Blut. Das ist gesundes Schießblut. Das ist ganz normal. Und jetzt brauchen wir hier noch zwei Köpfchen. Einen können wir direkt dranfügen. Und den anderen holen wir uns jetzt da von oben. Haben wir den von oben? Aber da sind zwei Leichen gewesen, glaube ich, ne? Und ich hoffe mal, das war gerade das Vierergrüppchen, was uns erledigt hat. Insofern, Rache ist süß. Der Mord war gerechtfertigt. Auge um Auge. Und hier würde ich fast gerne ein großes Diffy-Dingens dahin bauen. In der Hoffnung, dass das hier wesentlich mehr Platz einnimmt. Das mit dem Feuerzeug ist super. Den Baum hier können wir wahrscheinlich eh nicht kaputt schlagen. So, sollten hier nicht diverse Körperteile in der Gegend herumliegen? Ich weiß es nicht, also eigentlich ja schon. Hier haben wir noch eine Sammlung diverser Körperteile. Ich brauche nur den Kopf. Und dann bauen wir uns da unten eine schöne Schaufensterpuppe zusammen. Auch hier oben könnte man theoretisch eine bauen. Ich glaube, da fehlen uns dann aber letzten Endes dann... Boah, 7 Köpfe ist natürlich schon hart zusammenzukriegen. Normalerweise. So, ciao. Alter, wie wir uns letztes Mal hier runtergeschlagen haben von der Klippe. Unfassbar. So, ich gucke hier gerade, ich bin jetzt ein bisschen stiller natürlich, weil ich immer nach Eingeborenen schaue. Aber momentan scheint hier alles ruhig zu sein. Erst laufen hier 50 Stück auf einmal rum und jetzt wieder gar keiner. Okay, jetzt sind es eh 50 minus 4, aber davon mal abgesehen, hier unten, aber da ist ja auch noch eine Leiche. Die müssen wir auch noch auseinandernehmen können eigentlich. So. Bitteschön. Genau, die Möwe kann da erstmal schön sich rösten lassen. Das ist natürlich sehr angenehm. Sterben die nicht? Oh. Wir kriegen Besuch. Lauft, ihr Schweine! Und sie liefen. Sehr gut. Es wird dunkel. Die ersten Eingeborenen haben wir abgeschreckt. Ich weiß nicht genau wie. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Und wir basteln uns hier nochmal ganz kurz ein Feuerchen. Und dann würde ich sagen, Raw Lizard oder ich probiere mal Fisch. Mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie viel der bringt. Ich probiere es einfach mal. Dann essen wir gleich mal ein Häppchen. Da hinten brennen noch schön die eingeborenen Köpfchen. Das ist natürlich auch super. Und ich hätte gern da oben, hier oben noch so eine Fiji oder wie das heißt, eine Fidschi-Insel mit 7 Köpfen. Dann können wir uns da oben so eine richtig schöne Basis bauen. Das Blöde ist nur, ich glaube, ich muss nach der Folge hier eh aufhören. Wenn das mit den Safe Games nicht klappt, das ist echt blöd. Jetzt haben wir nicht allzu viel gebaut, aber wir haben den besten Spot der ganzen Welt rausgefunden. Mehr oder weniger. Boah, das mit den Fischen klappt echt super. Und außerdem haben wir gar keinen Kopf, wir sehen aus wie ein Buckliger. Ne, muss Esmeralda finden. Die Glocken.
So, ich nehme mal an, die Eingeborenen lassen uns in Ruhe und wir können hier... Jetzt noch eine Gitarre und schön ein bisschen was singen. Auf der Seite sind wir hoffentlich auch safe. Von oben kommt keiner, also... Gute Nacht, ihr lieben Vögelchen. Gute Nacht. So. Wie spät ist es? Ich glaube, es ist momentan Nacht. Ich glaube, der Mond geht gerade erst auf. Deswegen... Oder? Es sieht zumindest sehr düster aus. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Licht, indem ich die Eingeborenen nochmal anzünde. So. Juhu. Ach, welch wohltuende, wärmespendende Lichtquelle. Auch die Vögelchen freuen sich. Guck mal, wie die tirillieren, wie die hier oben sich brutzeln lassen. Ein Traum. Die müssten eigentlich im Dutzend tot runterfallen, aber egal. Die sind feuerresistent, sind Asbestvögel. Und wir schlafen nochmal ein bisschen länger, denn wir haben es uns verdient. Ich glaube, da hinten... Es wird, glaube ich, gerade echt erst Nacht, ne? Es wird nicht Tag, oder? Ich bin jetzt verunsichert gerade. Eine Uhr wäre echt super. Es könnte auch Tag sein. Ah. Nee, guck mal, der Mond geht gerade erst auf, oder? Der wandert da über den Himmel. Das heißt, es ist tatsächlich gerade Nacht geworden. Ich würde mal sagen... Oh. Gute Nacht, ihr Lieben. Ja, so. Jetzt sieht es schon ein bisschen heller aus. Ich glaube, jetzt ist Tag. Tagesanbruch. Jetzt können wir wieder aufstehen. Und unser Tagwerk vollbringen. Morgen, Jungs. Die Frage ist natürlich, was ist denn unser Tagwerk? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht da oben so ein Effi-Briest aufzustellen? Haben wir irgendwo Kandidaten in der Nähe? Nee. So, da müssen wir nur mal eine gute Location finden. Ich glaube, da oben mache ich echt so ein riesiges Ding. Dann können wir uns da oben echt ein Haus hinbauen. Das wäre doch ein Traum. Das ganze Ding können wir nach vorne ausbauen. Wenn es gewünscht ist, können wir das nach vorne ausbauen. Theoretisch. Wenn er das Safe Game speichert natürlich nur. Was er momentan ja offenbar... Ich weiß nicht, ob er es macht. Keine Ahnung. Eigentlich soll man in diesen Sheltern übernachten und dann saved er das, aber irgendwie... So, hier wäre hier ein guter Spot vielleicht. Hier. Wie weit geht's bis da hinten? Das heißt, die müssten dann eh, wenn hier Eingeborene hochkommen, müssen die hier langkommen. Hallo Vögelchen, die müssen hier langkommen, weil hier so eine Enge ist. Das heißt, wir können das ganz bequem auch hier hinstellen. Und die müssten dann eh hier vorbeikommen. Okay, machen wir ein Large-Ding. Huch. Da lassen wir uns nicht lumpen. Wir stellen mal dann so hin. Broch. Okay, wir haben also immer genug Arme dabei. Das ist natürlich schon mal beruhigend. Und hier oben müssten eigentlich noch ein paar Körperteile rumliegen. Das mit den Armen verstehe ich nicht. Ich glaube, das muss noch ein Bug sein, dass wir einfach wirklich immer genug Arme dabei haben. Irgendwas ist doch noch nicht richtig. Hier, den Arm können wir bestimmt nicht mehr aufheben, weil wir einfach so viele Arme im Inventar haben, dass wir auch die Axt droppen. So, Steine. Steine, Steine, Steine. Schicke, schicke Steine. Ich frage mich allerdings, wo die andere Leiche abgeblieben ist. Und auch frage ich mich, ob wir nicht einfach hier hinten schon mal... Wir haben ja unten eh unser Lager, dann können wir doch hier hinten mal spaßeshalber... Oder? Können wir doch schon mal machen. Plumps. So, haben wir da einfach eine Hütte hingebaut, hinter dem Baum. Also noch nicht, aber die bauen wir dann dahin. Das ist doch super. So, wir brauchen ja eh nur Dingens dafür. Ach, da unten. Wie viele Blümchen. Wir,
brauchen nur Baumstämme dafür. Das wird ein bisschen ätzend, die dauernd hierher zu tragen. Aber egal, dann haben wir es schon mal da gemacht. Da purzelt noch ein Ärmchen herum. Ja, ach, ist das lieb. Ist das, geh weg. Das purzelt mir dauernd hinterher. Geh weg. Hä? Was macht es? Purzelt das im Kreis oder was? Hier, zack und wieder zurück. Ich frag gar nicht. Das ist eine Demo für die Physik-Engine. So. Und ich weiß noch, da vorne haben wir noch drei Leichen liegen. Nee, vier Leichen sogar liegen. Das heißt, vier Köpfe können wir eventuell schon mal kredenzen und eventuell auch genug Beine. Das wäre schon mal ganz fantastisch. Es fehlen aber immer noch 9 Köpfe. Vier Köpfe hätten wir dann. Beine weiß ich gar nicht. Loks und Sticks brauchen wir eh noch. Loks brauchen wir... Oh, Loks, alter Schwede. Das wird eine Lebensaufgabe. Da so ein Haus hinzuzimmern, das wird echt eine Lebensaufgabe. Scheiße. Hm. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass da keine Eingeborenen kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jetzt die Eingeborenen da vorne fachmännisch zerstückeln sollen. Jetzt schon. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass deren Körperteile immer verschwinden. Hier lag doch zum Beispiel irgendwo einer. Den haben wir, glaube ich, schon auseinandergenommen. Und ich glaube, von den Leuten, die hier einfach so direkt schon rumliegen, ich glaube, wir hätten einfach neben denen den Baumstamm zersägen sollen, dann wüssten wir, wo der liegt, dass von denen die Körperteile verschwinden. Kann das sein? Die Leute, die wir manuell erlegen, da scheint es zu funktionieren. Was ist das denn? Ach, eine Möwe. So, Stickies brauchen wir ja auch. Steine glaube ich nicht mehr. Wir sind hier keine mehr. Eingeborene meine ich. So, wir haben unseren vier Kollegen vorne gefunden. Beim Flugzeug. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in die richtige Richtung gehen. Offenbar sind wir hier sehr unerwünscht. Wieso haben wir eigentlich immer diese billige Axt aktiviert? Da ist das Flugzeug. Das heißt, da müsste irgendwo der Schlafplatz sein und da müssten dann wahrscheinlich auch die Kollegen rumvegetieren. Wenn wir den Schlafplatz hier nochmal finden. Wie einfach überall Fischteiche sind, ne? Finde ich irgendwie schön. Auch wenn das Copy-Paste-Teiche sind, ist mir aber egal. Ich mag die trotzdem. Wo ist jetzt der Zeltplatz? Ich muss da irgendwas aufbauen. Ich glaube, ich baue da was hin. Was wir nicht fertig bauen, aber dann haben wir immer so ein Signal, weißt du? Dann sehen wir immer dieses komische Ding. Dann haben wir so eine Wegpunktmarkierung. So, hier ist die Absturzstelle, dann muss doch hier irgendwo dieser Zeltplatz sein, verdammte Axt. Hallo? 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 Bonjour? Fake Busch. Hallo? Fake Busch. Wo, hier ist eine Umgehungsstraße, das finde ich schon mal sehr gut, aber wo ist denn dieser Zeltplatz jetzt geblieben? Habe ich den nur geträumt? Der war doch hier in der Nähe von der Absturzstelle, verdammt. Wir wollen ja nicht unbedingt ihre Aufmerksamkeit erregen.
Da sind sie. Da hinten schleichen sie durchs Gebälk. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Dann will ich die Flairgun immer nicht benutzen und mach's trotzdem. Schrecklich, ganz schrecklich. Aber die Alternative ist natürlich sonst immer der schnelle Tod. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Zeltplatz ist. Da haben wir die Kollegen doch niedergemetzelt, aber egal. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal ein paar Baumstämme. Wir gehen mal ein bisschen aktiv vor, aber andererseits brauchen wir natürlich auch dieses Effigy davor. Wo ich noch nicht genau weiß, sind hier irgendwo Kollegen? Nein, nein, nein. Wo ich jetzt noch nicht genau weiß, wie wir da verdammt nochmal 7 Köpfe drauf kriegen, keine Ahnung. So, Kaninchen habe ich mal ganz kurz mitgenommen. Einfach weil es gerade da war und wir eh auffüllen mussten. So. Und jetzt rempeln wir diesen Baum mal um. So. Und ganz ehrlich... Doch, das ist wieder so ein Lizard, ne? Ganz ehrlich, ich würde mir tatsächlich bei diesem Spiel wünschen, dass das noch mehr so in die Richtung von Minecraft geht, was Möglichkeiten und alles angeht, dass man... Also zum Beispiel, dass man mehr craften kann, dass man mehr Möglichkeiten hat, irgendwelche Rezepte zu machen, vielleicht noch mehr Fallen zu machen irgendwie... Und wenn es so kleine Fallen sind, wie Nägel in den Boden oder sonst irgendwas, oder Speere, die von unten, oder, nee, so eine Sperrgrube, die man ausheben kann, mit einer Schaufel, die man sich craften kann. Eine Schaufel sollte man sich auch craften können, dann kannst du zum Beispiel ein Loch in den Boden schaufeln, kannst da Speere installieren, kannst dann Blätter drüber machen, so ein Blätterdach oder sowas. All so eine Sachen, da gibt es noch einiges, was man lernen kann, eventuell von John Rambo oder auch halt von Minecraft, da kann man noch eine Menge machen. Und, ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Was aber sehr unlustig wird, ist auf jeden Fall, wenn wir da hinten die Hütte zu Ende bauen sollen. Und jedes Mal dafür immer wieder zurück müssen, um Baumstämme zu holen. Das wird sehr unlustig. Ja, ist ja gut. So, ich glaube, dann laufe ich aber die ganze Zeit mit den Stämmen, aber ich muss dann echt wieder was trinken. So, fertig. Reicht doch, oder? So, ich trinke mal was. Leider, Soda haben wir leider nicht so viel. Soda ist Seltenheitsware. Zumindest jetzt momentan. Vielleicht findet man anderswo noch ein bisschen Soda. Ich glaube persönlich noch nicht ganz dran, aber naja. Schauen wir mal. Fake Bush. Jetzt muss es erstmal reichen und wir sollten die Energie auch immer aufgefüllt lassen, weil wir dann am schnellsten und am längsten laufen können. Also nicht am schnellsten, aber zumindest am längsten. Bis unten rechts der blaue Balken weg ist. Und ich achte nicht immer unten rechts auf den Balken, weil ich meistens hier am Horizont gucke, ob hier wieder irgendwelche Eingeborenen sind, was jetzt momentan nicht so leicht ist, weil hier gerade Nebel aufgezogen. Und die Büsche hier sehen alle aus wie Eingeborene. So, ich weiß, hier liegen noch ein paar Loks rum, ist mir gerade aber egal. Ich schlag lieber ein paar mehr ab, damit hier mehr rumliegen. Broch. Kshing. Ich habe keine Ahnung, wo die hinrollen. Wahrscheinlich da unten zum Wasser oder so. Ich habe... Die ist alleine, oder? Da läuft sie los. Muss ich nur einmal zeigen, wie stark ich bin, wie ich hier selber quasi... Huch, was liegt da denn? Ach, die Axt natürlich wieder.
muss ich nochmal zeigen, was für Muskeln ich habe, dass ich jetzt zwei Baumstämme auf einmal tragen kann. Und schon war sie beeindruckt und läuft los, um natürlich ihre Freundin zu holen, damit die sich gemeinsam an meinem starken Oberarm ergötzen können. Und dann stehe ich da, putze ein Fenster und trinke dabei Coca-Cola Light in Zeitlupe. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich dachte gerade, ich kann das mit dem Baumstamm einschlagen, aber jetzt werde ich natürlich übermütig. Das sind über diese komischen Fake-Bärenbüsche. So, dann wieder nach oben. Da müssen wir bald mal was essen, langsam. Vielleicht nochmal ein Fischelein. Na, das kann doch noch dauern hier. 4 von 82. Ach du Scheiße. Das wird noch 1000 Jahre dauern, bis wir das Ding fertig haben. Und ich wünschte, er würde es wenigstens speichern. Es scheint mir momentan alles so sinnlos zu sein, was wir machen. Das ist dann doch auf Dauer doof. Es macht zwar immer wieder Spaß, weil wir immer wieder irgendwo neu in einer neuen Situation sind, in einer neuen Gegend. Das finde ich sehr geil, dass es immer so ein bisschen random ist, aber trotzdem wäre es schön, wenn man dann irgendwann mal ein bisschen weiter käme, statt immer wieder neu anzufangen. So, muss ich mal nach der Aufnahme gucken, ob das mit dem Speichern irgendwie klappt oder nicht. Oder wenn, dann wie und lalalala. Muss ich vielleicht mal durch ein paar Foren lesen, warum das momentan noch nicht geht, obwohl es ja gehen soll. Ist die Alte hier noch irgendwo? Nee, ne? Ich dachte, die kommen jetzt mit ihren Freundinnen zurück, aber leider. Und wir feiern dann hier so eine coole Strandorgie. Liebe Kinder, Orgie heißt natürlich Kindergeburtstag. Wir machen dann Topfschlagen und natürlich Ringelpiez mit anfassen. Und vielleicht steckt den Esel dem Schwanz an. Nee, warte, das nicht. Ich habe gerade schon wieder Eingeborene gehört. Ich weiß aber nicht wo und ich weiß nicht, wohin sie gehen. Von da irgendwo, ne? Wo sind die? Sind die hier unten am Strand, da wo wir unsere Bude haben? Wäre ein bisschen ungeil. Nicht, dass hier oben immer welche spawnen. Nee, hier sind jetzt keine. Vielleicht tatsächlich unten, wo wir unsere Bude haben, weil wir da ja ein paar Leichen aufgeknüpft haben. Lustigerweise scheinen die ja wirklich um ihre Toten zu trauern. Also die haben tatsächlich auch... Kultur und sowas haben die alles, wie es aussieht. Guck mal hier, schön mit Tür. Eine Kultur. Nee, also Kultur und sowas scheinen die alles schon zu haben. Die haben auch so ihre eigenen Spielregeln, ihre eigenen Kunstobjekte hier, die sie aufstellen, um Leute abzuschrecken und so weiter. Die haben sowas alles schon, sind aber trotzdem natürlich noch, naja, Wilde, die bringen halt Fremde um. Die hier eindringen. Es sind im Grunde genommen ganz normale Menschen. Die leider auch andere ganz normale Menschen essen. Ach, guck mal, die haben da schon was hingebaut da unten. Da können wir uns ja gegenseitig mit irgendwelchen Symboliken totschlagen. So, die Büsche mache ich übrigens kaputt, weil das vergiftete oder giftige Beeren sind und ich möchte nicht aus Versehen daran naschen. Deswegen sammle ich lieber die Blätter und schlachte die Büsche ab. Da ist unsere Behausung. Aber es sind keine Eingeborenen da, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Die waren aber da und haben uns schöne Grüße hinterlassen, wie es aussieht. Alter, Möwe, erschreckt mich nicht. So, ich mache mal wieder ein schönes Feuerchen. Die Möwen wärmen sich, weil es da oben so schön warm ist jetzt. Gerade wenn es regnet, wird es ja kalt. Na, gucke mal, wer hier war. Ach, ist das süß. Zungenkuss. So, ich weiß gar nicht. Komisch, wir finden dann diese komischen Frauenköpfe da, aber das zählt dann nicht als Passagier. Also zählen nur ganze Menschenkörper als Passagier? Ich bin ein bisschen verwirrt, ich weiß es nicht.
So, hier noch was drauf und dann... Was kloppen wir uns denn rein? Ich mache mir erstmal hier wieder Lizard Skin. Ich würde sagen, wir essen erstmal wieder einen Fisch oder ein Karnickel? Ich würde sagen Fisch, oder? So, zack. Hallo? Oh nein, nicht schon wieder. Ich kann schon wieder nichts auf den Grill tun. Vielleicht ein Rohr-Rabbit? Oh nö, wieso kann ich denn hier nichts? Ich hab doch extra wieder angezündet. Wahrscheinlich, weil es regnet, oder? Ach, wie blöd. Ich kann doch jetzt nicht hungrig ins Bett. Ich muss wahrscheinlich hungrig ins Bett. Blöder Regen. Ich glaube, es liegt am Regen. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Regen liegt. Und es regnet immer noch. Da hinten sieht man den Baumstamm bis hierher. Hört es jetzt auf zu regnen? Nein, das Tempel hört auf zu regnen, aber es fängt gleich wieder an. Pass auf. Da fängt es wieder an zu regnen. Das war doch klar. Da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Baumstamm. Die blinken ziemlich weit, die Baumstämme. Das ist eigentlich sehr gut. So, ich lege mich nochmal pennen. Da ist es auch schon morgens. Wir wurden nicht gestört, aber es regnet einfach in einer Tour durch. Wer soll denn so leben hier? Hm? Wer soll denn so leben? Ich frage dich, ich frage sie, ich frage alle. You're cold and wet, build a fire to dry. Leck mich. Hier, Feuer. Dann sag mir doch mit 10 nicht, dass ich was drüberlegen kann, wenn ich es eh nicht machen kann. Hungry, find something to eat. Ich halte einen scheiß Karnickel in meiner Hand, das kann ich aber hier nicht grillen. Ah, das geht aber komischerweise. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht ist der anspruchsloser. Möwe. Oh. Ich glaube, die sind ein bisschen geil auf unser Essen. Aber das kloppen wir uns natürlich gleich selber rein. Geil auf unser Essen. Geil auf unser Essen. Komm schon, brat schneller. So. Was war das denn? Ach. Auch schön. So, einmal kurz der Nachbarin guten Morgen sagen. Küsschen. Hier haben wir direkt noch zwei Portemonnaies. Das ist natürlich sehr schön. Und jetzt bin ich schon wieder vollkommen in der Überlänge. Tja, gut, jetzt habe ich ja gespeichert. Eigentlich theoretisch gespeichert, indem ich geschlafen habe. Also wenn ich aufwache, muss ich mal wieder was zu essen machen. Normalerweise, wenn es denn mit dem Speichern geklappt hat. Und das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Und ich ärgere mich jetzt im Endscreen gleich darüber, dass man bisher noch nicht richtig speichern konnte. Warte kurz, warte kurz. Oh Mann, oh. Man konnte bisher gar nicht so richtig speichern. Das ist irgendwie blöd. Jetzt habe ich zum Beispiel im Dingensmenü. Wenn ich auf Escape drücke, steht da Continue Options Load Exit to Windows. Es gibt also wirklich eine Load-Option, eine Ladeoption. Die können wir aber irgendwie nicht benutzen. Denn das letzte Mal, als ich draufklickte, das war zu Anfang der letzten Folge. Da habe ich auf Laden geklickt und stattdessen sind wir wieder im Flugzeug gelandet. Unsere Häuser waren wieder weg und so weiter und so fort. Also es kann passieren, dass wir in der nächsten Folge eventuell wieder von vorne anfangen. Ich weiß es noch nicht genau. Tja, und dann, ja... Weiß ich auch nicht. Also langsam muss er mit dem Speicher mal klappen. Ich glaube, ich werde da mal gucken ansonsten, was man da machen kann, wie man das machen kann, weil sonst kommen wir niemals einen Schritt weiter. Theoretisch hätten wir in dieser Folge ja schon die gesamte Insel erobert. Wir hatten auch schon unsere Superbastion. Aber auch hier mit dem Haus oben wird eigentlich ziemlich schnafte. Schauen wir mal, vielleicht geht es ja doch wieder weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!